Wir starten 2024 in die Bonsai-Saison. Jetzt habe ich dummerweise keinen Empfänger und keinen Sender mehr für Mikro. Das heißt, ich arbeite jetzt mit der Kamera und jetzt ist es gerade dummerweise, wenn die Kamera an ist, wieder windig. Ich verstehe es auch nicht, warum das so ist. Also das war schon die Jahre davor so gewesen, aber okay. Wir fangen einfach an mit unserem Elefanten, mit der Forsythie auf dem Elefanten. Es ist doch verrückt, ne? Echt verrückt, ey. Die ganze Zeit stehe ich hier rum und es war nicht windig und jetzt mache ich die Kamera an und es pfeift mir jetzt der Wind übers Mikro. Ich hoffe, das geht einigermaßen. Wenn nicht, ja, weiß ich auch nicht, ist das eben so, wie das ist. Ich kann es da nicht ändern. So, also, Forsythie auf dem Elefanten. Kurz erwähnt, die Bäume standen bei uns den ganzen Winter draußen und haben nicht gelitten, weil wir hatten Temperaturen zwischenzeitlich bis minus 8 Grad, aber nur kurzfristig, also nicht für lange Zeit. Und ansonsten waren die Temperaturen moderat, also nicht so, dass ich sie hätte unbedingt einräumen müssen. Und von daher habe ich es auch gelassen. Ja, man sammelt halt so seine Erfahrungen im Laufe der Jahre, ne? Und hier steht noch eine Fichte mit dabei, die damals von ganz alleine gewachsen ist. Die haben wir auch schon gemeinsam einige Male zurückgenommen. Und das werden wir auch heute machen, denn sie befindet sich bereits im Wachstum, also die Knospen, die wir sehen können, die sind schon voll, ja genau, also die werden jetzt dick, ne, die Knospen, und dann können wir tatsächlich das Ganze jetzt schon mal reduzieren, denn auch die Fichte soll klein bleiben, am besten ja so klein, dass sie in nicht irgendeiner Art und Weise den Elefanten hier in Bedrängnis bringt in dem Sinne, ne? Und das würde ich sagen, machen wir jetzt mal kurz, ansonsten fängt die Forsythie jetzt langsam an zu blühen. Wir sehen, die Knospen schwellen auch an, das kann man hier sehr schön sehen zum Beispiel. Hier können wir auch ein bisschen was zurücknehmen und ich würde sagen, das machen wir auch gleich mal eben. Da wartet man, dass der Wind verschwindet und jetzt ist der Wind weg. So, ich schneide mir hier einen Ast ab, der geht nach oben, zupp. Der kann schon mal komplett weg. Der ist sehr kräftig herausgewachsen, der ist auch sehr kräftig herausgewachsen. Ich guck mal eben, da ist einer, der geht auch nach oben. Wie gesagt, das Ding soll wirklich klein bleiben, ne? Das ist Sinn und Zweck der ganzen Aktion. So, hier geht eine Knospe nach außen und dann nehmen wir die auch weg. Wir müssen allerdings jetzt alles ein bisschen reduzieren, ansonsten sucht sich die Pflanze jetzt, oder der Baum in dem Sinne, eine Knospe, die natürlich dann sehr stark wächst. Und von daher reduzieren wir alles oder nehmen gegebenenfalls auch eine Knospe mal weg, wenn es denn sein muss. So, hier geht sie nach oben, das belassen wir erstmal so, würde ich sagen. Da greifen wir dann später ein, da brauchen wir jetzt nichts machen. Ich schneide mal eben den Stummel hier zurück. So, jetzt haben wir hier einen schönen dicken Ast schon und darüber ist noch einer. Und den, der darüber geht, den nehmen wir aus der Achsel jetzt einmal mal weg. Wenn ich das jetzt so hinbekomme, ja, es ist wieder diese Rumhantiererei hinter der Kamera. Das ist immer so eine Sache, ne? Machst du nichts, aber irgendwie kriegen wir das schon gebacken. So, jetzt müsste ich ihn eigentlich selber mal drehen, um zu sehen. Nee, ich glaube, das belassen wir jetzt erstmal so. Ja, das belassen wir so und greifen dann wieder ein, ja, wenn es denn sein muss. Sobald die Austriebe etwas größer sind. Ich halte mal eben die Hand dahinter. Also es ist jetzt okay soweit. Wie gesagt, die dicken Knospen, die werden jetzt natürlich als erstes rausschießen, ganz klarer Fall. Aber ist auch logisch. Und wie gesagt, im nächsten Zuge nehme ich euch da mit, wenn es da weitergeht. Kriegen wir es jetzt in einem Rutsch hier so hin, wäre ja ganz schön. Dann haben wir nämlich jetzt hier bei dem Elefanten zum Beispiel einen Trieb, der ist sehr lang und der geht auch in den oder zum Elefantenpopo in dem Sinne. Den nehme ich einfach einmal komplett weg. So, hier ist jetzt natürlich einiges, was ja in dem Sinne abgetrocknet ist. Es ist so, wenn du immer pinzierst, ne, irgendwann sagt die Pflanze auch, ja okay, das behalte ich und das schmeiße ich einfach weg. Ne? Und da gucken wir ja, was wir jetzt schon mal aussortieren können. Ja, das sind alles so, ne, kommst du wohl weg, du Fussel. Das sind alles so Kleinigkeiten halt da. Ne? Sind wir noch im Bilde? Ja, sind wir noch. Ne? Hier sind jetzt sehr viele Knospen, man sehen kann. Das ist auch so eine Art typische, ja, Vorgehensweise des Baumes selber, also der Forsythie, dass sie aus altem Holz immer wieder austreibt. Ne? Im Moment belasse ich es noch, da gehen wir dann auch gemeinsam dran, wenn es denn so weit ist. Aber im Moment, wie gesagt, lasse ich das erst noch. Ich gucke mal eben, was ich hier schon mal wegnehmen kann. Der geht jetzt natürlich in den anderen rein, dann nehmen wir den auch weg hier.
Den nehmen wir auch weg, dass das mal so ein bisschen Licht wieder reinkommt in die ganze Geschichte. Und alles so, was an Stümmelchen da ist, ne, das schneiden wir alles so ein bisschen nach. So, was jetzt so auf Anhieb geht, ne? Ich kann jetzt auch nicht jeden Stümmelchen, oder doch? Wenn schon, denn schon, ne? Im hinteren Bereich sitzt auch noch was. Ich weiß aber nicht, ob man das so noch in Augenschein sehen kann. Ich denke mal schon, ne? So, da sind auch so kleine Stümmelchen da zum Beispiel. Zapp. Ne? Doch, war doch ab, siehst du wohl, ne? So, da haben wir noch einen. Da ist auch noch ein kleiner. Den könnt ihr auch mit dem Finger einfach mal wegnehmen. Ist dann manchmal einfacher. Ja, okay. Bei dem hier, ja, den nehmen wir auch weg, denn der ist doch tatsächlich schon mal trocken geworden hier. Zumindest im oberen Bereich. Und das, dann bekommen wir auch hier so ein bisschen mehr Luft in die ganze Geschichte. Dann muss ja nicht hier immer alles zuwachsen innen drin. Ist ja sowieso auch Sinn und Zweck der ganzen Sache. So, hier genau dasselbe. Da sieht man auch sehr schön, was alles jetzt schon mal abgetrocknet ist. Das ist so, wenn du pinzierst das ganze Jahr und im Frühjahr siehst du dann halt, was ja noch brauchbar ist und was eben nicht mehr. Ne? Bei dem hier, da bin ich mir ja doch auch ziemlich sicher. Den nehmen wir auch komplett weg hier. Den Stummel können wir auch ein bisschen nachschneiden. Ja, dann kann das besser verheilen. So, können wir noch was sehen? Doch, können wir. Das ist so, wenn du von eins zum anderen, ne? Guck mal, hier sind schöne, ja, Glöckchen, die jetzt bald anfangen zu blühen. Das ist das Schöne bei diesen Forsythien. Das sind also bonsai-mäßig die ersten wirklich wunderschön, also für mich jetzt, ne? So, wie gesagt, ich nehme jetzt alles weg, was augenscheinlich tatsächlich trocken ist. Oder aber auch zu viel schon wieder, so wie hier zum Beispiel. Der geht in die Höhe. Den nehmen wir einfach mal komplett weg. Den auch hier, den können wir auch nochmal einkürzen. Ein bisschen hat man letztes Jahr pinziert auf die Höhe, damit das nicht alles noch höher und höher wird. Ich versuche das also wirklich ganz klein und kompakt zu halten, das Ganze. Ne? So, bei dem bin ich mir nicht sicher. Es kann durchaus sein, dass der komplett abtrocknet hier. Ich belasse ihn aber erst noch, ne? Abwarten würde ich sagen. Konnte man das sehen? Ja, doch, ne? Denn manchmal entscheidet sich die Forsythie auch von ganz alleine, ja, etwas wegzulassen in dem Sinne. So, also mal gucken, dass er auch hier nicht zu weit rauskommt, ne? Auf Dauer. Deswegen kürzen wir den tatsächlich auch jetzt ein hier und nehmen den Ast weg, der hier nach oben reingeht in die ganze Geschichte. So, und das war es jetzt eigentlich fast. Außer, wie gesagt, Stümmelchen nachschneiden. Hier, den, der nach oben geht, den nehmen wir auch mal komplett weg. Ja, und so beginnt die Geschichte wieder von vorne, ne? Den kürzen wir erstmal ein hier. Den können wir auch noch ein bisschen einkürzen. Ist sowieso angetrocknet. Und den kürzen wir auch ein hier. Zip. Und die Spitze, die nach oben geht, die nehmen wir einfach mal weg. Alles schön, wenn man so einen Baum hat, habe ich eigentlich auch schon ein paar Mal erzählt, ne? Der schon so ein bisschen Struktur hat, dann ist die ganze Vorgehensweise etwas einfacher insgesamt. Ne? So, dann haben wir den schon fertig. Und jetzt kommen wir zu dem, der eigentlich hier mehr im oberen Kronenbereich sich entfaltet. Da gibt es jetzt auch nicht wirklich viel zu tun, sehe ich gerade. Aber so ein paar Stümmelchen sind halt dann doch, die geschnitten oder nachgeschnitten werden müssten. Der geht zum Beispiel nach oben hier. Die nehmen wir mal ganz weg. Das ist okay, der treibt noch aus. Da schneiden wir erstmal nichts dran. Ja, genau. Jetzt haben wir hier zwei. Pass mal auf. Und zwar den hier und den hier, was ja eigentlich schön ist, ne? Aber die sind einfach zu dicht, ups, zu dicht beieinander. Ich wollte den gerade so drüber schmeißen, bin aber hier hängen geblieben. Okay, ist aber nichts passiert. Alles okay. Ja, das würde ich sagen, war es dann auch schon soweit hier bei dem Schätzchen. Ich gucke noch einmal kurz drüber, einmal drüber fliegen. Wie gesagt, den müssten wir eigentlich auch einkürzen hier, ne? Komplett wegnehmen tatsächlich auch. Aber da der jetzt anfängt zu blühen, lassen wir den natürlich dran, ganz klarer Fall. Ne? Ja, siehst du wohl, dann ist der Bonsai auf dem Elefanten wieder fertig. Wie gesagt, es kann immer mal sein, dass ja, was abgeschmissen wird von der Forsythie selber in dem Sinne. Ne? So, dann haben wir das tatsächlich fertig hier. Das Laub, das bleibt noch liegen. Noch ist der Winter übrigens nicht vorbei. Ne? Das kann also von heute auf morgen nochmal, ups, jetzt kommt der Wind wieder, schlagartig kalt werden. Ne? Und das ist natürlich dann, ja, wenn man schon alles geputzt hat und so, nicht der Burner, weil dann muss alles reingeräumt werden, wenn es zu kalt wird. Ne? Wir können durchaus unter Umständen noch minus 10 Grad kriegen, wenn wir Pech haben. Ne? Also noch ist der Winter nicht vorbei. Da haben wir schon so einiges erlebt im Laufe der Jahre. Ne? So, also, deswegen fangen wir klein an, würde ich sagen. Gedüngt wird übrigens noch nicht. Kannst du dich noch an diese Forsythie erinnern? Die haben wir letzten Winter, also nicht jetzt diesen Winter, sondern den Winter davor, gemeinsam zurückgenommen. Das war mal ein riesengroßer, schöner Strauch. Ja, so hat er sich jetzt letztes Jahr halt über den Sommer
bis jetzt entwickelt. Befindet sich gerade im Austrieb, also es hat tatsächlich funktioniert. Ist nicht viel Wachstum gewesen, aber es ist Wachstum gewesen. Und wir sehen auch Wurzeln, die unten rauskommen. Also hat der Kandidat es auf jeden Fall schon mal geschafft. In dem Zuge kann ich auch den Draht hier schon mal abnehmen. Der ist ja nur zum Halten da gewesen, damit uns das Bäumchen nicht umfällt. Und den Draht, den brauchen wir jetzt nicht mehr. Den kann ich gleich unten einfach rausziehen. Und dann steht er jetzt hier fest drin, ganz alleine. Ja, wie es mit der Geschichte weitergeht, das werden wir jetzt im Laufe des Sommers sehen, denn hier machen wir gar nichts dran. Ne? Wir hatten die starken Schnittstellen hier abgedeckt mit Wundverschlusspaste, damit das darunter verheilen kann. Das mache ich jetzt nicht auf, das mache ich im Zuge dessen beim nächsten Mal, wenn es etwas wärmer wird und eben kein Frost mehr gegeben ist, mit Sicherheit in dem Sinn. Ne? Vorher gehe ich da nicht dran oder halt ich muss gucken, dass ich die Klamotten, wenn es dann nochmal Frost gibt, halt wieder reinräume. Ja, auch hier werden wir sehen, dass vielleicht das eine oder andere irgendwann mal gehen wird in dem Sinne. Das müssen wir nacharbeiten dann, aber jetzt noch nicht. Wir lassen das so, wie das ist und lassen das Schätzchen erstmal austreiben, damit hier der untere Bereich ordentlich Kraft bekommt. Ne, das muss also ordentlich rauswachsen hier. Da wird nichts pinziert oder zurückgenommen. Das muss dieses Jahr erstmal kräftig wachsen, bevor wir dann nächsten Schritt hingehen in dem Sinn. Wenn denn, wie sagt man so schön, der Wurzelbereich kräftig ist. Ne? Das ist eben das Ding bei der ganzen Sache. Wenn viele, viele kräftige Wurzeln da sind, dann kann man auch dementsprechend stärkere Eingriffe vornehmen. Aber eben damals nicht in dem Sinn, obwohl das schon ein starker Eingriff war. Aber eben diese Stummel hier, da machen wir noch nichts dran. Das belassen wir tatsächlich noch so. Okay. Wir kommen zur nächsten Forsythie. Ja, sorry, dass ich jetzt keinen passenden Hintergrund habe, aber wenn ich damit jetzt anfange, dann wird es mit dem Film wieder nichts und von daher nehmen wir das jetzt so hin, wie es ist. Das war damals ein sehr alter Strauch gewesen, den ich zu einem Bonsai vorbereitet habe. Ist auch schon einige Jahre alt und auch hier wird in der Regel eigentlich nur noch pinziert. Oder so wie jetzt halt dementsprechend, wenn man Trockenes sieht, das kann man dann schon mal wieder rausnehmen. Das sieht man jetzt tatsächlich schon, denn wir sehen die Knospen, die austreiben und wo so gar nichts kommt, da kann man definitiv schon mal nachschneiden. Muss ich jetzt aber nicht die ganze Zeit zeigen. Ja, ist so, ne? Das sind so Kleinigkeiten, die man jetzt halt machen kann, aber mehr in dem Sinne auch nicht. Ich drehe einmal rundherum, jetzt werde ich wahrscheinlich sowieso nicht alles auf einmal kriegen. Ich gucke gerade mal, den können wir komplett rausnehmen. Ich gucke mal gerade ins Bild, sieht man das noch? Ja, ne? So, müsste ich auch nachschneiden, siehst du wohl, ne? Ja, so ist das dann. So, okay. Bei dem hier, ja, der wird wahrscheinlich komplett trocken sein, aber den kriegen wir jetzt... kriegen wir den drauf? Warte mal, ich kann ja mal ein kleines Stückchen näher dran suchen. Aber mit dem Wind ist so eine Sache. So, mal gucken, ob wir den jetzt passend finden hier. Der wäre hier, da, ne? Der ist also trocken. Und den nehme ich halt mal komplett weg. Dann drehe ich die Geschichte, da kannst du jetzt aber nicht sehen. Dann drehe ich dich einfach mal mit, in der Hoffnung, dass wir das dann jetzt sehen. Ach, jetzt sehe ich ihn selber nicht mehr. Wo war der? Ach so, hier hatten wir den zurückgeschnitten und da ist er. Das ist jetzt aber auch, ne? Ist der scharf? Ich glaube ja, ne? Jetzt sehe ich auch aus der Entfernung nichts. So, das wäre der Stummel hier, der ist nämlich auch trocken. Es ist so, ab und zu verschwinden einfach manche Sachen, die der Baum dann von sich aus ja, freigibt, könnte man auch fast sagen. Guck mal, die ersten Bienen sind unterwegs. Das ist trocken, das ist auch trocken hier tatsächlich. So, können wir den auch wegnehmen. In dem Zuge ist hier sowieso nicht mehr viel dran. Den könnten wir eigentlich mal weiter zurückschneiden und zum Neuaustrieb anregen. Genau, zack, bumm. Ne? Damit er hier in dem Bereich neu austreibt. Sonst haben wir irgendwann so eine kahle Stange hier stehen. Das ist auch nicht der Burner. Also man sieht doch, es gibt dann doch das eine oder andere zu tun. Den könnten wir zurückschneiden, mache ich aber nicht, eben weil er so wunderschön... Toll, hast du gar nichts gesehen. I'm so sorry. Ja, ist der erste Film in dem Sinn. So, also, ne, den könnten wir zurückschneiden. Aber ich möchte ihn doch blühen lassen, ne? Das ist doch dann schöner jetzt. Ja, ansonsten geht es halt Reihe um zu gucken, ne? Was kann man machen, wo ist irgendwo Sinn oder auch nicht Sinn. Hier ist zum Beispiel einer, der ist komplett trocken. So, jetzt haben wir nämlich hier auch schon wieder so eine lange Stange, die nicht mehr so schick ist in dem Sinn. Hier haben wir eine Knospe, das ist okay, aber der wird hier wahrscheinlich nicht mehr austreiben. Das heißt, den werde ich auch mal zurücknehmen und zum Neuaustrieb einfach anregen. Manchmal ist das besser, ne? Mal den dicken Knubbel hier, den können wir auch mal komplett wegnehmen, genau. So. Ja, das sind halt so Feinheiten, ne? Aber da muss man auch in Ruhe gucken, ne? Das ist halt so.
So, bei dem muss ich jetzt mal genauer gucken, ob er noch austreiben wird. Ja, der wird noch austreiben, der ist noch grün. Ne, der nicht, der ist schon von alleine gegangen. Siehst du wohl, ne? Manchmal braucht man auch nur mal so einen Knack, der auch. Manchmal braucht man auch nur so ein bisschen drücken. Wenn noch Elastizität drin ist, dann kann man warten, wenn man möchte, muss man nicht. Ne? Aus Erfahrung weiß ich, dass die beiden auf jeden Fall nichts werden. Oh, Moment. Ja, mit dem Wind, das ist so. Ne? Da entscheidest du dich mal endlich draußen zu filmen. Und 1, 2, 3 ist der Wind schon wieder dabei. Lol. So, guck mal hier, der ist auch trocken. Hier. Oh, was ist denn nun los hier? Minno. Moment. Einmal kurz erwähnt, solange der Wind weg ist, wir haben jetzt eigentlich schon einen schönen Habitus. Wenn der Baum irgendwann mal anfangen sollte zu verkahlen zu sehr, ich habe ja vorhin schon gesagt, dann kann man einzelne Triebe mal zurücknehmen. Ne? Man kann aber auch radikaler vorgehen. Man sieht das hier beispielsweise sehr schön, dass hier also sich neue Knospen entwickeln. Die werden auch austreiben dieses Jahr. Ne? Man könnte also rein theoretisch den dicken Hauptast hier komplett einmal zurückschneiden, um eben Neuaustrieb dort zu ja, mehr oder weniger in Gang zu bringen. Und man könnte das also rundherum dann machen im Prinzip, ne? Dass man das auf ein paar Stummel zurücksetzt. Aber würde ich nur zu raten, wenn das Ding wirklich unansehnlich wird. Ansonsten kann man mit diesen kleinen, feinen Maßnahmen, die wir jetzt gemacht haben, schon eigentlich alles ganz gut regulieren. Wenn man zwischendurch mal einen Ast zurücknimmt, der dann doch ein bisschen zu sehr verkahlt. So, ich glaube, das reicht jetzt aber auch, würde ich sagen, in dem Zuge. Wie gesagt, den hatten wir ja zurückgenommen hier. Ne? Das passt dann auch vom Bild besser hier. Aber hier der abgestorbene Teil ist in dem Bereich hier, dass es hier schön offen bleibt und nicht komplett überwuchert wird. Also von daher ist das soweit okay. Ja, siehst du wohl. Dann gucken wir eben im unteren Bereich noch einmal nach, wie das aussieht. In dem Bereich kann man vielleicht sehen, dass hier schon jemand zugange war und was freigelegt hat. Ich hatte das zwar auch gemacht, ich weiß gar nicht mehr, Spätsommer oder so, aber das ist frisch jetzt hier. Also waren tatsächlich die Vögel schon zugange. Hier ist der komplett noch überwachsen, das Ganze. Also das müssen wir jetzt auch freilegen. Das wird jetzt Zeit. Nicht heute, ist noch, wie gesagt, der Winter steht noch, ist noch da. Ist nicht so, dass er weg wäre. Aber ansonsten, wie gesagt, werden wir demnächst dann hier den Bereich auch wieder freilegen, damit das nicht komplett zumoost hier. Denn ansonsten, ja, haben wir eben keine Kontrolle, wie das da drunter halt so aussieht. Und wenn wir das sichtbar haben wollen, ja, logischerweise dann sowieso in dem Sinne. Okay. Ich sage dir, du, gleich ist sowieso Feierabend hier. Hör mal auf, hier haben wir jetzt zwei Schätzchen. Also einen, den anderen zeige ich dir gleich. Die hatten wir auch gemeinsam vorbereitet. Ich weiß gar nicht mehr, wann wir das gemacht haben. Auf jeden Fall sieht man, die Knospen sind also auch grün. Also hat hier auch hier alles wunderbar funktioniert. Der Trieb ist abgestorben hier. Den kann man tatsächlich dann auch wegnehmen in dem Zuge. Auch hier haben wir den ja, unterstützt mit dem Draht, damit er uns nicht umfällt. Hat jetzt eine Anwachsphase. Das ist jetzt aber auch vorbei. Denn auch der ist jetzt tatsächlich schon eingewachsen. Und dann nehmen wir... angewachsen, also das Bäumchen in dem Sinne. Ne? So, dann nehmen wir das schon mal ab. Ich denke, man kann es erkennen, irgendwo da unten, da ist eine Wurzel, die weiße. Ne? Also das hat soweit gut funktioniert. Und dann schauen wir uns den anderen auch noch mal an. Wie gesagt, die sind jetzt in Vorbereitung, ne, zum Bonsai. Das wird auch noch einige Zeit dauern. So, ich gucke mal eben drunter, wie es aussieht. Ja, da kommen auch schon Wurzeln raus hier. Ne, also da kann man dann jetzt auch den Draht schon mal wegnehmen. Den haben wir einfach von unten durchgesteckt und dann halt um den ja, sogenannten Hauptstamm gelegt, ne, damit er halt nicht umfällt. Und das können wir jetzt einfach so unten rausziehen. Muss ich jetzt nicht zeigen, hält mir unnötig auf. Ja, ansonsten auch das Schätzchen hat sich gut gemacht. Die standen übrigens beide geschützt, also nicht in der Sonne. Ne, das ist schon wichtig, auf jeden Fall. Hier kann man dann tatsächlich auch jetzt schon mal die naja, Stümmelchen abnehmen. Ne. Zupp und zapp und zuppeldiebopp. So, hier entwickeln sich scheinbar sogar Blütenknospen, so wie es aussieht. Ja, tatsächlich. Das ist natürlich auch eine schöne Sache, dass er dann so klein auch schon mal anfängt zu blühen. Ist allerdings sortenabhängig, welche Sorte man heranzieht für einen Bonsai. Ne? Das ist schon, ja, ist tatsächlich so. Die fangen dann auch ganz klein schon an zu blühen. Und da musst du nicht erst jahrelang warten. So, okay. Wir kommen zur nächsten Fosizie. Hier sehen wir schön diese Wurzel, die damals gebildet hatten. Das war auch ein sehr interessantes Projekt, muss ich sagen. Und der ist dann ja hier in die Schale gewandert. War das nicht auch letzten Sommer gewesen? Manchmal vergisst man auch Sachen, ist halt so, machst du nichts. Ne? Hat sich aber gut gemacht, muss ich sagen. Also zickt in keinster Weise rum. Ich gucke mal eben unten drunter. Ja, sehe ich jetzt nichts in dem Sinn. Ja, okay, ist halt so, machst du nichts, ne? Aber der sitzt auf jeden Fall fest hier drin, aber auch keine Angst haben, dass er umfällt. Hier haben wir auch schon, ja, ich sag mal, eine schöne kleinere Struktur tatsächlich, wenn wir sie denn sehen könnten, so. Ne? Ein Trieb ist jetzt lang nach oben gewachsen, sitzt wieder windig, ach Mann. So, okay, den nehmen wir auf jeden Fall zurück hier. Zapp,
Ne? Denn hier brauchen wir im unteren Bereich nicht wirklich, ich sag's mal so, es ist viel dicken Wachstum, sondern hier können wir tatsächlich dieses Jahr anfangen, das ganze Schätzchen ein bisschen Feintuning zu machen, also auch zu pinzieren dann dementsprechend. Gegebenenfalls den einen oder anderen Ast nochmal komplett wegnehmen, aber das sind so Sachen, ja, die macht man dann eher in Ruhe und nicht eben mal, wenn es so stark windig wird. Ist so, ne? Auch hier sehen wir sehr schön Knospen, die also auch im unteren Bereich heraustreiben, ne? Und man könnte im Prinzip dann, wenn einem das jetzt so nicht gefällt, komplett restarten. Aber damit würde ich jetzt noch warten, bin ich ganz ehrlich, weil wie gesagt, wie kalt es noch wird, weiß noch keiner, denn der Winter ist noch nicht vorbei. Meine Lieben, das war's für heute erstmal. Ist mal wieder arttypisch, ne? Sitzen da draußen, Sonne scheint und dann ficht dir der Wind um die Ohren. Nicht so der Burner. Aber wie gesagt, mein Senderempfänger ist total im Eimer. Das hat keinen Sinn mehr. Ich habe da so viel schon dran rumgefummelt. Das bringt nichts. Ne? Dann brauchst du für eine Szene 3 Stunden und das ist auch Quack mit Soße. Von daher nehme ich das jetzt erstmal, falsche Brille auf, so mit, wie das eben ist. Oder wir nehmen das so mit, wie das eben ist. In dem Sinn, alles bei Zeiten dann vielleicht wieder mal. Ganz wichtig jetzt zu wissen ist noch, wir kommen jetzt in die riskante Jahreszeit. Ne? Also es kann jetzt noch mal kalt werden, richtig kalt werden sogar. Und wenn die Bäume sich im Austrieb befinden, dann können die Austriebe natürlicherweise, logischerweise zurückfrieren. Hm? Also da sollte man so ein bisschen Auge drauf haben in dem Sinne, ne? Um zu gucken, ja, weiß Bescheid. Ne? Das werden wir wieder beobachtet hier. Lol. Also, wir sehen uns auf jeden Fall ganz bald wieder. Gemacht habe ich hier jetzt noch gar nichts. Es steht alles noch so wie beim letzten Mal hier. Und wenn es jetzt wieder etwas trockener wird, dann mache ich schon mal vorab so ein bisschen sauber und solche Sachen dann dementsprechend. Also, dass es alles wieder ansehnlicher wird, weil es ist alles noch im Ruhezustand tatsächlich. Bis auf, dass die kleinen Bäumchen anfangen auszutreiben. Und wie gesagt, das ist jetzt die riskante Jahreszeit. Ne? So ist das nun mal hier bei uns in den Gefilden. Und von daher sollte man das auf jeden Fall wissen. Ne? Nicht, dass du alles Mögliche an deinem Bäumchen machst und drapierst die alle schön und stellst alle hin und erfreust dich dran. Ja, und dann kommt plötzlich der richtig dicke Frost nochmal, da kommt eine Katze und du denkst da nicht dran. Ja, und dann hast du erstmal wieder einen Rückschritt in dem Sinne. Okay. So, okay, das war's dann jetzt auch, würde ich sagen. Was soll ich denn jetzt noch erzählen? Katze, was ist los? Meine Güte, die ist aber schon ganz schön alt. So, okay, jip, ja, je, es geht auf jeden Fall weiter.